Ja, Jungs, und Servus zurück auf Footballs. Und wie gesagt, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht's endlich wieder los. Es geht mit einem neuen Format weiter. Und zwar geht's in NHL rein. Es geht mit den Eisbären Berlin. Wir haben die Karriere angefangen gehabt, schon on-stream auf Twitch gehabt. Hatten wir ja mal Montag angefangen. Mittlerweile habe ich ja nicht mehr so viel NHL gespielt. Dachte mir, komm, bringen wir auch jetzt auf YouTube, weil wir ja schon gesagt haben, ja, wir werden die ein oder anderen Games spielen. Deshalb würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Wir zeigen euch, wie es, oder ich zeige euch, wie es aktuell dort steht. Und dann starten wir rein in die zwei Games für heute. Let's go! So, das geht los. Die Eisbären Berlin empfangen zu Hause die Düsseldorfer EG. Es wird ein kampfbetontes Spiel mit jede Menge Chancen, hoffentlich. Und ich würde sagen, es geht los. DEG gegen die Eisbären Berlin in Berlin. Berlin gewinnt Bully Nummer 1, aber verliert die Scheibe Batra. Aber kann erstmal keine Gefahr draus schlagen. Boczak, mal über links. Boczak, Sid Boczak. An der Blauen steht der Priest 1-0. Die Eisbären geht früh in Führung. Simon, der Priest mit dem 1-0 für die Eisbären und aus seinem ersten Tor. Eiskalt abgezogen, die Sicht versteckt für Pantkowski. Sieht die Scheibe nicht mehr ganz und so schnell ganz stehen. Und so schnell steht es 1-0 für die Eisbären Berlin. Die Zitzberger Scheibe abgeblockt, so Widerer. Widerer. Widerer! Schottender! Widerer, drittes Saisontor und das 2-0 für die Eisbären. Manuel Widerer erobert sich die Scheibe selbst, nimmt zwei Düsseldorfer auseinander und Pantowski dann ohne Abwehrmöglichkeit und Berlin schlägt eiskalt zu, nutzt die Chancen, die sie haben und das macht Berlin aktuell so stark. O'Connor 1-2! Aus dem Nix, Brandon O'Donnell mit dem Anschluss. Aber jetzt bitter und jetzt 2-2. Paul Bittner mit seinem ersten Tor in dieser Saison und dem Ausgleich für die Düsseldorfer EG. Bismann ist dran, O'Donnell ist dran, Marcel Nöbelz. Nöpels! 3-2! Sid Boczak, fünftes Saisontor! Und Nöpels erobert die Scheibe im richtigen Moment und dann spielt's Berlin eiskalt. 2-2 Situation. Düsseldorf steht ganz schlecht und Sid Boczak kann sich in Ruhe Zeit lassen und die Scheibe in der langen Ecke platzieren. Berlin führt 5,2 Sekunden vor der ersten Sirene mit 3-2. Und dabei sollte es auch bleiben. Hörtler nochmal mit dem Schuss. Aber Berlin führt nach Drittel Nummer 1 mit 3-2 gegen die Düsseldorfer EG. Oh, dicke Möglichkeit. Jetzt ist die DEG in der Aufstellung. Batra 3-3. Daniel Fuschbuch mit dem Ausgleich. Smorgen Elis. So, und das war's nach Drittel Nummer 2. Berlin 3. Düsseldorf 3. Es geht mit 3-3 in das letzte anschließende entscheidende Drittel vielleicht. Wer holt sich 3 Punkte oder holen sich jeder nur ein?
Und das 3-2-4-3 Fischbuch-Doppelpack in diesem Spiel auf die Idee geführt. 8 Minuten 29 vor Schluss, die DEG geht zum ersten Mal in Führung. Und sie verlieren wieder die Scheibe. Sie können auch nicht den Tor daraus nehmen. So, jetzt wäre die Möglichkeit da. Ohne Tode erstmal. Ja, da ist es! Nielsen! 4-4! Berlin gleich spät aus! Franz Nielsen, klasse Pass! Und dann das 4-4. Da war sie, die eine letzte Möglichkeit vielleicht. Und Berlin nutzt sie. 42 Sekunden vor Ende des Spiels. Fiore und Morgan Ehlers, die Vorlagengeber. Und jetzt will der Ehlers tatsächlich doch noch alles. Der Priest. Dazwischen Batra. Fischbuch. Fischbuch. 5-4. Hattrick Fischbuch. Und die DG führt wieder. Boah, ist das bitter. Valoa! Das war's! Die DEG bringt das nach Hause! Die DEG gewinnt 5-4 durch eine spektakuläre letzte Minute! Berlin hat sich auf Verlängerung eingestellt. Die DEG hatte keinen Bock und die DEG gewinnt das Spiel mit 5-4 nach 60 Minuten. Unfassbar. Was ein Spiel. Der Spitzenreiter verliert zum ersten Mal nach 60 Minuten. Und das bitter. Aber Glückwunsch an die DEG. Die Düsseldorfer EG gewinnt mit 5-4 bei den Eisbären. Berlin. So, es geht los. Die Eisbären Berlin zu Gast bei den Bitteschapst. Steelers, es ist der 9. Spieltag, der Penny DEL, die Eisbären mit 17 Punkten aus 8 Spielen, leider zuletzt die Niederlage gegen die DEG, heute soll es besser werden und mal gucken, wie schnell die Eisbären eine Reaktion zeigen können. Morgan Ehlers mit dem ersten Abschluss, bringt nicht viel ein, aber die Steelers bleiben, die Eisbären bleiben dran, Morgan Ehlers zum zweiten und dann Morgan Ehlers zum dritten bricht der Schläger. Sid Boychuk macht mit. Föder macht mit. Renner Berlin macht Druck. Berlin macht Druck. Bleibt die Scheibe drin. Aber es war's. Das erste Drittel ist zu Ende. Beide Chancen gehabt, aber beide keine Tore. Deshalb geht das erste Drittel mit 0-0 in die Katakomben. CJ Stretch, Morgan Ehlers, Berlin hat die Strafe überstanden. Leo Föder war da. Zwischenrad von Eisner Steelers. 30. Minute, die Steelers knacken die Eisbären. Brandon Ranford mit dem 1-0. Hörtler. Hörtler! Leo Föder! Ausgleich! Eine Sekunde vor Ende des zweiten Drittels. Da passen wir einmal nicht auf. Berlin macht Druck und Berlin belohnt sich. Boah, wie wichtig! Boah, Berlin belohnt sich, nachdem sie stark geantwortet haben, nach den Rückstand, aber es geht nach Drittel, es geht ins letzte Drittel mit 1-1. Jack. Wenn ich eher, wann dann? Sid Boychuk, 1:28 vor Ende. Er macht, wenn nicht eher, wann dann?
Deutschland, 6. Saisontor. Und das ist ein Sattelschuss, den sieht Akolazi nicht. Nomhauna, Goldies vom Eis. Nee, doch nicht. Fiore. Fiore, klasse Ablage. Oh, das ist bitter. Klack! Oh, jetzt vielleicht. Renner. Renner, Elis. Nöbelz. Nöbelz. Nöbelz! Fiore, das war's, Berlin! Schlägt die Steelers mit 2-1. Das am Ende knapp, aber meines Erachtens nach verdient. Niederberger klasse Leistung. Durch ein Strafetor gegen die Steelers mit 1-0 in Führung. Berlin antwortete schließlich eine Sekunde vor Ablauf der zweiten Sirene. Und dann war es der Topscorer Seth Boczak, der am Ende den Siegtreffer für die Eisbären Berlin erzielt. Und somit gewinnen die Eisbären Berlin mit 2-1 gegen die Bittigheim Steelers. Ja, Jungs, falls euch natürlich, wie man gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne den Däumchen nach oben da. Abonniert sehr gerne das Kanal, aktiviert sehr gerne die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Schreibt sehr gerne einen Kommentar drunter, wie ihr das jetzt feiert. Und ich würde sagen, ich bin an der Stelle raus. Lasst wie immer sehr gerne Liebe da. Ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.